Geht nur auf, wenn es richtig ist. Hier, der rechte. Und jetzt wieder der rechte. Vielleicht ist es immer der rechte. Oh! Nice! Zufall! Wir haben ein Relikt. Oder Artefakt. Willkommen zurück zu Styx Master of Shadows. Ja, in der letzten Folge wurde ja hier Berryman von Styx getötet und wir haben ihn dann mit einem Wurfmesser abgeworfen. Das Messer, das hier drin steckt, obwohl wir keins mehr haben. Aber, naja, Mysterien, Mysterien. Auf jeden Fall müssen wir jetzt zusammen mit dem Botschafter entkommen. Obwohl ich nicht weiß, wie ich das machen soll. Oder wir sollen entkommen und den dann irgendwie rauslassen. Ich weiß nicht. Ja, wie geht das jetzt am besten? So, hier hinten ist mal ein Gang. Kommen wir hier hin? Nirgends hin. Denn das ist der gleiche Raum. Okay. Kann ich den so dirigieren, wo er hin muss? Nee. Der bleibt einfach da stehen. Der läuft mir nicht mehr nach. Naja, gut. Sind alle alarmiert? Ja, wegen dem Kronleuchter immer noch. Der wäre jetzt wahrscheinlich ein guter Fluchtplan, den als Ablenkung zu benutzen, aber geht ja nicht. Tja, was ist da oben? Komme ich da rauf irgendwie? Ja, da hinten war eine Treppe, ne? So. Ich glaube, jetzt dürfen wir auch wieder töten. Aufsperren. Okay, gut. Gibt's hier Schönes? Ein Safe. Was? Ah, da gibt's auf jeden Fall eine Münze. Die Leute kommen auch nicht, ist gut. Jo. Ja, was ist jetzt mit den Türen da? Muss ich da nochmal drücken? Das ist Geheimgang? Ah, nee. Okay. Okay, okay, okay. Oh, Lebensdrank. Was? Wie muss ich jetzt... Was passiert, wenn ich den falschen drücke? Gab's da einen Hinweis, was das Richtige, die richtigen Knöpfe sind? Anscheinend muss ich da ja mehrere drücken. Ja, nicht mal mit dem, wie heißt der Blick nochmal? Mit dem Hartz-IV-Blick. Habe ich es jetzt falsch gemacht? Anscheinend. Okay, versuchen wir gleich nochmal. Also hier rechts, dann kommen die zwei. Das musste schon mal richtig sein. Und der linke. Dann hier der rechte. Dann kommen wir die zwei. Diesmal mache ich den rechten oder linken. Welchen habe ich vorhin gedrückt? Ne, das war wieder falsch. Okay. Okay, dann muss ich den linken drücken zum Schluss. Vielleicht habe ich durch Zufall ja schon die richtige Kombi. So, der. 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 Und dann der linke. Und. Nichts. Hilfe. Leute, Leute, Leute. Erstmal die Mütze graben, wenn er mich lässt. Tja. Da sind bestimmt Hinweise versteckt. Nur ich finde sie wieder nicht.
versuchen wir es nochmal. Der hier. Dann, achso, der Toten geht zu. Hier der rechte. Dann gehen auch beide auf. Oh, ich dachte, ich habe es von Anfang an schon richtig. Nein. Und. Falsch. Okay. Der linke. Da geht auch die Tür auf. Oh nein. Ich dachte, es geht nur auf, wenn es richtig ist. Hier. Der rechte. Und jetzt wieder der rechte. Vielleicht ist es immer der rechte. Oh. Nice. Zufall. Wir haben ein Relikt. Oder Artefakt. So. Die Typen haben sich immer noch nicht beruhigt. Jetzt muss ich halt doch irgendwie da raus. Es nützt halt nichts. Jo. Am besten da runter, oder? Und dann, ja, ich weiß nicht, backen die da unten rum? Warum sind die da und alarmiert da unten? Speichern wir erstmal. Und tja, ja, nützt ja nichts, komm. Nützt ja nichts, wir müssen einfach durch jetzt. Den töten mal. Wir sollten das nicht merken da unten. Die backen da auch rum, oder? Oder die stehen da um den Kronleuchter, also damit man den halt runterfallen lässt. Und jetzt müssen wir darüber. Der bleibt da stehen, oder was? Machen wir unsichtbar, oder? Unter den Tisch. So, ja, der wird gerade gut stehen. Perfekt, wenn wir es jetzt hier umgehen könnten. Das Ganze. Ja, dreht den Rücken zu. Sehr schön. Okay. Speichern wir erstmal. Die Schleichaktion immer. Wieder. Er chillt einfach sein Leben. Okay, okay, okay. Was ist hier im Eck? Irgendwas versteckt? Geheimtür oder so? Messer? Nichts. Ach, schade. Verdammt. Naja, die Elfen sind auch hier. Ah, die sind bestimmt böse auf mich. Die sind halt einfach nur bessere Wachen, glaube ich, jetzt. Die kommen jetzt wahrscheinlich auch immer mehr. Ich bin ja froh, dass es die Goblins nicht mehr gibt. Die waren ja schrecklich. So. Wie können wir jetzt hier... Da ist ein Gitter drin. Ah, da vorne fehlt das Gitter, das kennen wir schon. Bringt uns das was? Ah, die Elfen müssten doch eigentlich meine Gedanken hören, oder? Sind ja auch so Harz-Empfänger. Tja. Utensilien, ja genau. So, da waren wir auch schon mal. Da schnarcht einer. Es ist da gleich die Landeplattform, aber jetzt habe ich den Elf eigentlich stehen lassen, ne? Den hätte ich ja doch mitnehmen sollen. Ach komm, ich speichere jetzt und ich gehe einfach raus. Soll der Geiz, wird schon nicht so schlimm sein.
Vielleicht will das Spiel das auch von mir. Wer weiß, wer weiß. So, schnell vorbei. Und raus. Raus. Oh, ich muss erst das Schloss knacken. Alter. Geh raus. Geh raus. Schnell, schnell. Ja. Gut. So, jetzt habe ich den wirklich zurückgelassen. Ich hoffe, das war nicht falsch. Alf, I'm bringing Querberus to you. Be ready to leave. Damn it, I hope I'm not too late. Jetzt sollen wir Querberus zu ihm bringen, oder wie? Er hat auch nicht geantwortet. Hoffentlich haben wir den jetzt nicht verrecken lassen alleine. Das wäre jetzt schon irgendwie blöd. Ja, das Level hier oben kennen wir ja schon. Oh, da fällt er runter. Wir gucken mal, wie zeitlupig er runter segelt. Ohne Schwerkraft. Cool. Korbtastisch. Tja. Tja, wie kommen wir da runter am besten? Ich meine, einfach runterspringen ist nicht so toll, glaube ich. Nee. Ah, das funktioniert nicht. Also es sah so aus, als müsste man genau dahin. Aber anscheinend ist es falsch. Na gut, dann gehen wir hier den traditionellen Weg. Oh, sind wir erwacht ohne Ende. Hier lang? Nee, das ist die falsche Richtung. Ich muss schon nach unten. Nach unten die Kanalisation. Und ich würde mal gern wissen, wie hoch der Turm ist. Weil die Kanalisation scheint ja auch nicht ganz unten zu sein. Das muss ja irgendwo in der Mitte sein, so ein Wartungsbereich. Tja, jetzt schnell da runter, geht das? Ohne dass mich der sieht. Schnell, runter, runter, Sticks. Okay. Aha. So, Querberus. Der Klon heißt ja jetzt eigentlich gar nicht Sticks, oder? Wie nenne ich den jetzt? Nenne ich den jetzt Sticks oder nenne ich den? Wie hat der mal gesagt? Rakash? Ah, ist glaube ich nur so eine Beleidigung. Oh, Messer. Mein Gott. A monster. That one's my... Das muss jetzt sein, ja. Ow. Aber okay, es hat keiner gehört. Oh. Nee. Gehen wir hier nach unten. So. Jetzt ist nicht mehr weit. Ich mache mir immer noch Sorgen, dass der Elf, dass die Entscheidung von mir das irgendwie das Spiel ein bisschen beeinflusst hat jetzt. Anscheinend ist es nicht so schlimm. Und der Trank explodiert schon wieder. Ja. Ah ja, gut. Ja, rüber. Und rüber. Nein. Ach, Sticks. Dein verdammter Ernst.
Ja, echt jetzt. Jetzt wird's aber anstrengend mit der Kletterei. So. Jetzt komm, schaffst du's. Nein. Wieder nicht. Warum macht er denn das nicht? Komm, das laden wir jetzt gleich. Möchte safe wasen. So, versuchen wir es nochmal. Das muss doch gehen. Und komm, das muss gehen. Warum geht's so jetzt? Komisch, komisch, komisch. So, was ist mit dem Luftschiff? Ist das hier so ein Luftschiffhafen, wo ich draufstehe? Hier auf die Kiste. So. Irgendwie hakelt die Steuerung jetzt ein bisschen. Entweder liegt es an meinem Controller. Oder am Spiel. Oh, Messer. Müssen wir jetzt wieder hoch? Wie? 54 Meter hoch? Oh nein. Ach, da hinten, da geht's. Da hinten geht's. Da hinten sind so Kletterdinger. Wenn nur nicht so viel Wachen da wären. Jo. Jo, der eine pisst dann vom Rand. Das hat er jetzt gehört, oder was? Ja, lol. Okay. Das hat der gar nicht gecheckt. Ja, egal. Komm. Nochmal. Ja, jetzt hat er bemerkt. So. Nee, ich will jetzt das Messer nicht verschwenden. Einfach hoch. Ja, gut. Ja, jetzt läuft es aber gar nicht mehr. This one's for me. Läuft aber gar nicht mehr. Eieieiei. So, jetzt nochmal. Jetzt funktioniert's. Danke übrigens an den Typen, der das Klettersystem erfunden hat. Der hat richtig schlechte Arbeit gemacht. Muss man schon mal sagen. Alle anderen Spiele können das besser. ...48 Meter rüber da. Eieieiei. Müssen wir da wieder hoch? Oder außen rum? So, hat jetzt das was gebracht? Ah ja. Eine Münze. Und 30 Meter darüber. Was steht da? 47? Oder 74? So, 33? Okay. Ich habe die Meteranzahl nicht gesehen. Anständig. Tja. Mein lieber Mann. Guck mal da runter. Irgendwas Auffälliges? Ah, verdammt. Echt? Die haben es nicht gehört? Au, oh, 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 jetzt kommt sie. Jetzt haben sie es gehört, als er umgefallen ist. Zweimal Magier, das ist gar nicht so toll. He's been killed. Ach, hauen wir gleich ab. Aber wohin? Wohin? Nein, 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 haben mich gesehen. Verdammt. Ja, okay.
Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Ich bin jetzt schon ein bisschen gestresst von dem ganzen Zeug. Ja, toll. Nee, an der Stelle. Nee, ich würde sagen, ich mache Schluss für heute. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Wenn ich nicht, und schreibt einen Kommentar, wenn ihr wollt. Und warum labern die ganzen Wachen immer, wenn ich abmoderieren will, ja? Auf jeden Fall. Hat mich gefreut, dass ihr zugeguckt habt. Und tschüss, bis zum nächsten Mal. So you can get the hell out of here. Shh. For goodness sake, shut up. I don't want to know, all right? I don't want to finish in the nick or worse. Never mention it to me again.